willkommen bei Grow Aquaponic und heute wollte ich mal so ein bisschen mit euch über Filtermedien und Anzuchtsubstrate sprechen. Vielleicht gehen wir erstmal ein bisschen auf die Filtermedien hier ein. Wie wir uns hinter uns hier sehen in einem Aquaponik-System, ist das Filtermedium auch gleichzeitig immer mit ein Teil des Biofilters. Das heißt, auf der Oberfläche des Filtermediums leben die Bakterien. Was für uns ein ganz wichtiger Hinweis ist darauf, dass wir eigentlich möglichst uns ein Filtermedium suchen, was eine möglichst große Oberfläche hat. Das heißt, wir bieten auch den Bakterien dadurch eine möglichst große Oberfläche, um darauf zu leben. In dem Fall hier bei meinem System ist das Blähton. Das Schöne ist an Blähton, das hat einfach eine super Kapillarwirkung. Was ist eine Kapillarwirkung jetzt hier? Kapillarwirkung bedeutet einfach, wie gut das Wasser in den einzelnen zwischen den Hohlräumen hochgesogen werden kann. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Kies, Kies hat eine sehr, sehr schlechte Kapillarwirkung, deswegen ist es eigentlich überhaupt nicht geeignet. Und Kies ist natürlich auch super schwer. Obwohl das der günstigste Werkstoff wäre, ja? Oder beziehungsweise das günstigste Material. Dann hätten wir nochmal Lavagestein. Lavagestein ist jedoch das Problem, dass da sich schnell Algen bilden und es auch negativ unseren pH-Wert beeinflussen kann. Wieder ein Vorteil hier von Blähton, denn Blähton ist wirklich hundertprozentig neutral, was den pH-Wert angeht. Und ist ein super Medium, halt auch wegen der großen Oberfläche, dass sich dort die Bakterien alle gut ansammeln können. Das einzige Problem ist beim Blähton halt, der ist relativ leicht und kann halt unter Umständen aufschwimmen. Gerade am Anfang, wenn er neu noch ist, ja, das heißt, es dauert erstmal ein bisschen, bis er sich vollgesogen hat. Und beim sehr, sehr tiefen Beet kann das natürlich dann ein Problem darstellen. Ich hatte bisher noch nie das Problem, also wie gesagt, hier bewegt sich nicht viel. Wir haben auch gleichzeitig ein Filtermedium hier in dem Fall in diesem Biofilter. Ja? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, okay, warum haben wir hier denn in dem Fall einen externen Biofilter bzw. auch einen Schwebstofffilter und hier gar nichts in der Hinsicht, ja, wie man sehen kann. Der Fall ist einfach folgender, bei so ganz kleinen Systemen, ja, sagen wir mal hier haben wir ja mal gerade 200, 300 Liter in dem System, da braucht man einfach noch keinen externen Filter. Das reicht vollkommen aus hier, wenn das Medium hier in dem Fall, also das reicht vollkommen den Bakterien als Oberfläche zum Leben, unser Biofilter in dem Fall. Und diese Schwämme hier halt auch, die hier hinten eingelegt sind, die filtern halt auch nochmal die Überreste, falls da Überreste vom Futter sein sollten, die raus. Und ich kann die halt auch ganz einfach rausnehmen und säubern. Ja? Teilweise habe ich da auch dann manchmal Überreste hier von unseren Wasserlinsen drin. Also das Filtermedium, was wir hier oben noch mal in dem externen Filter drin haben, was ich empfehle, wo ich empfehle, sagen würde, ab so einer Größe von 800 bis 1000 Liter sollte man definitiv so einen externen Biofilter hier einbauen, beziehungsweise schon einen Schwebstofffilter. Und hier haben wir halt nochmal zusätzlich eine Steine drin, also beziehungsweise hier die Belüftung drinnen, ja, denn das lieben halt diese Bakterien auch, ja, die brauchen definitiv Sauerstoff und dann schwimmen hier drin so sogenannte Biokörper, die habe ich da eben mal rausgefischt, deswegen steht hier jetzt auch noch die Leiter und so sehen diese Biokörper dann aus, die vergrößern halt einfach nochmal enorm die Oberfläche und dort drauf leben dann oder siedeln sich dann langsam die Bakterien an. Ihr seht auch hier bei mir, hier haben sich schon zusätzlich nochmal ein paar Muscheln angesiedelt, also dem System geht es wirklich gut hier. Die Biologie ist in Ordnung, sonst hätte man hier nicht noch solche Lebewesen drin. Und so läuft die Nummer halt hier mit dem Biofilter. Also entweder als Medium in eurem Beet oder extern im Biofilter und zusätzlich hier im Beet nochmal. Ja? Desto mehr Biofilter in das Volumen wir haben, desto besser ist es in unserem System. Und wir sollten mindestens eigentlich den Biofilter ausgeglichen zur Tankgröße von dem Volumen 1:1 haben. Sprich, haben wir einen 1000 Liter Tank, sollten wir auch ein Beet haben, beziehungsweise in unserem Schwebstofffilter ausreichend Biokörper, die ungefähr den gleichen Anteil haben in Volumen, sprich auch 1000 Liter. So, jetzt mal als nächstes ein bisschen an die Anzuchtsubstrate. Da haben wir hier einmal Perlite. Perlite ist vulkanischen Ursprungs, ist sehr, sehr leicht, ist natürlich auch und ist halt ein sehr guter Wasserspeicher. Dann haben wir hier einmal Vermiculit. Vermiculit ist, ich meine, es war ein Silikatgestein.
Und das kann man dann halt entsprechend mischen hier mit dem Perlite. Es nimmt auf jeden Fall mehr Wasser auf als Perlite selber. Dann haben wir hier nochmal einmal ein Torfquell, ja, wie soll man sagen, Coin sozusagen, ja. Also Jiffy Pads nennen sich die Dinger auch. Habe ich früher eigentlich fast nur verwendet. Das Problem ist allerdings, was ich mittlerweile festgestellt habe, dass hier oft Pilzsporen drauf sind und die Pflanze tendiert dazu einfach, die kompletten Sachen hochzusaugen und das heißt in dem Torfilter zu halten. Ja, jetzt kommt die Katze. Okay, okay. Leo, was ist los, hä? Hä? Ja, ja, ja. Er will ja wieder eine Geschichte erzählen. So, okay. Zurück zum Thema. Dann wird das Ganze hier gemischt am Ende. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Mischung 50% Perlite und 50% Kokossubstrat. So, hier haben wir jetzt einmal das Kokossubstrat und da brechen wir dann halt einfach oder brechen dann halt entsprechend ein paar Stückchen ab und hau die dann hier in den Eimer, sehe zu, dass sie sich dann vollsaugen und mische das dann teilweise entweder 50% mit dem Perlite, das heißt eine 50% Kokos, 50% Perlite oder 50% Kokos, 25% Perlite, 25% Vermiculite. Da muss man so ein bisschen rumspielen und ein bisschen gucken. Da wird das Ganze in so kleine Korbtöpfe gefüllt und entsprechend danach kommen da dann die vorgekeimten Samen rein. Falls euch da noch fragt, okay, wie am besten die Samen anziehen, da habe ich auch noch mal ein Video zu gemacht. Das packe ich euch einfach noch mal hier einen Link rein. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt einfach die Kommentare hier unten rein. Und falls ihr Bock habt, noch mehr zu sehen hier von dem gesamten Stuff, dann abonniert einfach den Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr bei der Weibart reingehauen habt.